Guten Tag, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Juno Dagawa. Ich bin seit 2010 bei der TTS als Team- und Projektleiterin im Bereich E-Learning tätig und habe das Projekt begleitet, welches ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Franz Roski. Ich habe 2002 den Teil der TTS, der sich um Software und E-Learning kümmert, mitgegründet und leite den E-Learning-Bereich. Meine Rolle heute ist eher die Kommentierung und Einordnung des Projektes hinsichtlich Performance Support. Mit anderen Worten, ich versuche Ihnen etwas zu erläutern, warum wir eigentlich machen, was wir machen. So, ich möchte Ihnen nun das Projekt vorstellen, in dem der Ansatz E-Learning und Performance Support tatsächlich eingesetzt wurde. Der Auftraggeber war die KWS Saat. Die KWS Saat hat viele Mitarbeiter in verschiedenen Ländern und um deren Zusammenarbeit zu verbessern, entwickelten sie eine Plattform auf Basis von SharePoint, auf der Mitarbeiter ihre Projekte gemeinsam planen und Dokumente ablegen könnten. Und das war die Teamsite KWS Connect. SharePoint wurde bereits in den Unternehmen eingesetzt, wurde aber nicht genutzt und daher war die besondere Herausforderung hier, die Nutzung der Teamsite sicherzustellen und dafür sollten dann auch die Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Wegen der verteilten Standorte entschied man sich für Präsenzunterricht und E-Learning und da schlug die TTS vor, E-Learning nicht nur als Ersatz oder begleitend zum Präsenzunterricht einzusetzen, sondern auch unterstützend nach der Einführung der Teamsite. Und zwar in Form eines Web-based Trainings für Grundlagen und weiterführende Inhalte in anderer Form. Diesen Ansatz verfolgen wir übrigens schon seit einigen Jahren. Ja, Sie sehen eine Folie von 2008, schon ein bisschen angegraut, wie man sieht. Wir haben eigentlich 2008 angefangen, uns Gedanken zu machen über eine neue, andere Art von E-Learning. Warum? Weil wir diese monumentalen E-Learning-Kurse, die wir immer wieder bauen durften, eigentlich nicht mehr für zeitgemäß hielten. Und das besonders nicht im Zusammenhang mit IT-Schulungen. Wir hatten gerade ein IT-E-Learning-Projekt mit ca. 30 Lernstunden abgeschlossen. Das war alles hochwertig hergestellter Content, aber wir mochten eigentlich diesen Kurs am Ende nicht mehr. Hochwertig bedeutete für uns damals immer, dass wir fast durchgängig motivierend gestaltet haben, die Inhalte, dass wir alles methodisch-didaktisch aufbereitet haben, dass wir alles mit alltagsnahen Simulationen und Szenarien versehen haben, das Ganze natürlich am Ende multimedial gestaltet, rollenspezifisch und natürlich vollständig. Also qualitativ hochwertiger Content war für uns damals gleichbedeutend mit Rich Content, also reichhaltig ausgestatteten Inhalten. Wir haben dann begonnen, drei verschiedene Inhaltsarten zu unterscheiden. Die sehen Sie in dem orangenen Kreis in der Mitte. Wenn Sie sich den mal als Kuchen vorstellen, dann würden wir heutzutage dieses Kuchenstück strukturiertes Lernen deutlich verkleinern und uns hier auf die Vermittlung der absolut notwendigen Grundlagen beschränken. Dann haben wir den Bereich des Werben und Motivierens. Hier empfehlen wir eigentlich immer heutzutage einen motivierenden Einstieg mit einem Trailer oder einem Intro. Natürlich nicht länger als 2 bis 3 Minuten, es ist Werbung. Und drittens haben wir natürlich, war unser Ziel, die Lernzeit zu reduzieren. Aber trotzdem dürfen wir natürlich die Inhalte nicht unvollständig vermitteln. Und um das zu gewährleisten, haben wir Inhalte angefangen, als Guides auszulagern in den Bereich der Informationen. Das ist der untere Bereich hier. Die möglichen Ausprägungen dieser verschiedenen Inhaltsarten erkennen Sie an den blauen Begriffen. Die Inhalte im Sinne von Rich Content sind die motivierend gestalteten Inhalte und die klassischen Lerninhalte, sehen Sie im oberen Bereich. Und im unteren Bereich, der Bereich der Informationen, der ist natürlich minimal ausgestattet, das würden wir Pure Content nennen. Hier ist ganz wichtig darauf zu achten, dass Rich und Pur keine Qualitätsmerkmale sind. Eine Online-Hilfe ist natürlich kein schlechterer Inhalt als ein motivierender Trailer. Er ist nur anders ausgestattet. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Ja, hier habe ich nochmal in die Klamottenkiste gegriffen. Wir haben natürlich da auch damals zu unserem
Inhaltsmodell eigentlich direkt einen Prototypen erstellt. Und den haben wir auch auf den Markt gebracht. Das war ein Office 2007 Umsteigerkurs in Verbindung mit Online-Hilfen. Hier sehen Sie noch unsere alte Präsentation dazu. Von Herrn Roski haben wir gehört, welche unterschiedlichen Ausprägungen und Formate es für E-Learning gibt, aber welche kamen in diesem Beispielprojekt zum Einsatz. Um das herauszubekommen, sollten wir uns erstmal die Ziele ansehen. Und zwar sollte sichergestellt werden, dass die Teamszeit aktiv genutzt wird. Die Supportanfälle sollten so gering wie möglich ausfallen. Und schön wäre es, wenn die Begeisterung für E-Learning geweckt werden könnte, da in Zukunft mehr E-Learnings zum Einsatz kommen sollten. Aus diesen Zielen wurden dann die Maßnahmen abgeleitet und um die Mitarbeiter zu motivieren, sollten die Vorteile der Teamszeit kommuniziert werden, und zwar mit Hilfe eines Trailers oder wie in diesem Fall mit einem Einführungsmodul. Die Mitarbeiter sollten auch gut vorbereitet werden, das durch Präsenzschulung und Web-based Training. Das WBT sollte methodisch-didaktisch aufbereitet sein, attraktiv gestaltet, damit der Lernerfolg auch sichergestellt wird. Aber auch nach dem Rollout sollten Mitarbeiter unterstützt werden, und zwar mit Hilfe von Guides. Dies sind kurze Hilfen, die den Anwender durch die Live-Applikation führen. Das möchte ich Ihnen später nochmal zeigen. Und mit Hilfe von Dokumentation zum Nachschlagen. Wie die Lerninhalte aufgeteilt wurden, dazu komme ich später. So, aber wie wirken sich diese Maßnahmen auf das Lernen aus? Ja, diese Kurve haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn Sie sich mit Lernen im Unternehmen beschäftigen, zumindest den mittleren Teil, der Bereich des Vergessens. Das ist nämlich die Vergessenskurve nach Hermann Ebbinghaus von 1885. Auf der Y-Achse sehen Sie das erworbene Wissen, das, was gelernt wurde, und auf der X-Achse die Zeit. Wenn wir das übertragen auf unser IT-Projekt, dann lernt der Anwender natürlich vor dem IT-Rollout in Präsenztrainings oder per E-Learning die Prozesse und die Bedienung der Software kennen. Die Lernkurve fällt dann aber mit der Zeit natürlich stetig ab. Mit anderen Worten, das Vergessen macht sich breit, besonders dann, wenn der zeitliche Abstand zwischen der Wissensvermittlung und der Wissensanwendung groß ist. In der Folge, im Moment of Need, also dann, wenn das Gelernte eigentlich gebraucht wird, ist nicht mehr viel davon da. Was tun wir gegen das zu schnelle Vergessen? Schauen Sie sich mal die blaue Kurve an. Also erstmal beginnen wir mit der Wissensvermittlung möglichst spät vor dem Rollout. Dann reduzieren wir insgesamt den Lernumfang. Wir vermitteln nur noch die Grundlagen. Ganz banal, weniger lernen bedeutet auch weniger vergessen. Drittens, wir steigen immer mit einem werbenden, akzeptanzerhöhenden Trailer ein. Viertens, wir vermitteln das Wissen immer anhand von Fallbeispielen in interaktiven Software- und Prozesssimulationen. Und fünftens, wir unterstützen die Wissensanwendung im Moment of Need durch unsere Performance-Support-Lösung, die TT Guides. Ja, genau so haben wir es bei der KWS Saat gemacht. Wir haben zusammen mit der KWS Saat entschieden, welche Inhalte als WBT, als Guide oder als Dokumentation umgesetzt werden sollen. Als WBT sollten, im WBT sollten die Grundlagen vermittelt werden. Als Guide ausgelagert wurden selten genutzte oder nur von bestimmten Rollen ausgeführte Aufgaben, denn wir wissen, dass das Lernen auf Vorrat nicht sinnvoll ist und besonders dann nicht, wenn es sich um Inhalte handelt, die nur selten genutzt werden. Aber auch Inhalte, die die geplante Lerndauer von 60 Minuten überschritten und keine Grundlagen waren, wurden als WBT ausgelagert. Denn das WBT sollte ja kurz und präzise werden, wie Herr Roski erwähnt hatte, kein monumentales Werk. Dann wurden noch ausdruckbare Dokumentationen in HTML und Word-Format für alle Lektionen des WBTs zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Produktion begeisterte sich aber die KWS Saat immer mehr für unsere Guides, sodass der Wunsch nach mehr Guides aufkam. Dies war nicht budgetiert und zeitlich auch schwer realisierbar, und daher hatten wir kurz entschlossen, der KWS Saat den TT Guide Recorder zur Verfügung gestellt, und nach einer kurzen Einführung hatten wir dann auch eine neue Guide-Autorin mit an Bord.
die Fachexpertin von der KWS Saat. Sie beteiligte sich dann an unserer Aufzeichnung und am Ende nahmen wir die TTS, die Qualitätssicherung, vor. So, ich möchte Ihnen dann als erstes mal eine Lektion von dem Web-Based Training vorstellen. Muss ich kurz umschalten. So, Sie sehen hier eine Lektion und das Ziel war ja nicht nur die Funktion, sondern die korrekte und sinnvolle Nutzung der Teamsites vermitteln. Und daher beginnen unsere Lektionen immer mit Szenarien zu bestimmten Anwendungsfällen. Hier sehen Sie zum Beispiel Anna. Die Anna ist dabei, das Layout für ein neues Poster festzulegen und dafür muss sie klären, ob es länderspezifische Elemente gibt, die berücksichtigt werden müssen. Dafür geht sie auf die Teamsite und fängt mit ihren Projektmitgliedern eine Konversation an. Wenn ich jetzt weiterschalte, dann sehen Sie, hier sind wir in der Simulation der Teamsite und hier wird im ersten Schritt gezeigt, wie man eine Konversation starten kann. Die Avatare aus den Szenarien tauchen hier auch als Nutzer auf und so wird der Anwendungsfall für den Lerner deutlich. Eine Anekdote dazu, die Avatare waren bei GoLive der Teamsite noch aktiv und mit der Zeit waren sie so beliebt, dass sie sogar Follower hatten und auch Nachrichten erhielten. Aber zurück zum Thema, warum ist es wichtig, mit Avataren zu arbeiten und Simulationen einzufügen? Dazu schalte ich jetzt nochmal zurück zur Präsentation. Ja, gehen wir nochmal zurück zu Hermann Ebbinghaus und schauen wir nochmal genauer hin, was der eigentlich untersucht hatte damals. Seine Experimente beschäftigten sich mit dem Lernen und dem Vergessen von sinnlosen Silben. Nichts lernt sich schlechter als sinnlose Silben. So wie die Silben, die Sie jetzt gerade sehen. Was hat das jetzt mit IT-E-Learning zu tun? Software gleicht gelegentlich mal sinnlosen Silben. Ist manchmal schwer zu verstehen, hat eine schlechte Ergonomie und daher ist eine Softwarebedienung auch häufig schwer zu erlernen. Und genau dagegen haben wir das richtige Rezept. Wir stellen sinnvolle Zusammenhänge her. Im sinnvollen Kontext vergessen wir die gerade eben noch sinnlosen Silben eben nicht mehr. Und genau deshalb ist das TTS E-Learning hochsimulativ. Wir simulieren den konkreten Arbeitskontext anhand von alltagsnahen Fallbeispielen und ordnen die für sich genommen sinnlosen Funktionen einer Software in den Rahmen sinnvoller Arbeitsprozesse ein. Dabei simulieren wir die Software möglichst originalgetreu, genauso wie die interaktive Bearbeitung der Fallbeispiele. Und diesen Aufwand betreiben wir natürlich genau deshalb, um zu vermeiden, was Hermann Ebbinghaus anhand von sinnlosen Silben gezeigt hat, nämlich, dass wir Sinnloses ganz schnell wieder vergessen. Und wenn man sich das, ja, wenn man das jetzt auf den Arbeitsplatz anwendet, dann lernen wir eigentlich genau deshalb auch nachweisbar am besten dort. Der Arbeitsplatz ist der sinnvolle Zusammenhang, sinnvollste Zusammenhang, um zu lernen. Wir lernen hier, indem wir etwas tun. Und offenbar lernen wir dann immer am besten, wenn wir es eigentlich gar nicht beabsichtigen. Und in dem Moment, wo wir den Arbeitskontext verlassen, um zu lernen, indem wir zum Beispiel eine Lernplattform starten, darauf einen Kurs aufrufen, dann benötigen wir eine interaktive Simulation des Arbeitskontextes, um lernen zu können. Und umgekehrt gilt auch, wenn wir an unserem Arbeitsplatz eine konkrete Frage haben, dann benötigen wir eine aufgabenorientierte Unterstützung und eben kein simulatives, interaktives WBT. Ein Anwender will sich natürlich nicht zuerst durch ein Szenario und eine Simulation arbeiten und erst dann eine Antwort auf seine Frage erhalten. Er möchte die Antwort sofort. Außerdem muss man festhalten, dass ein doppelter Kontext, einmal der simulierte und einmal der echte Arbeitskontext und doppelte Aktivität eben nicht sinnvoll ist. Im Arbeitskontext benötigt man deswegen eben auch eine ganz andere Unterstützung.
Und wie so eine Unterstützung im Arbeitskontext aussehen kann, werde ich Ihnen nun zeigen. So, Sie sehen hier noch das Modul, das ich Ihnen vorhin gezeigt hatte. Und hier auf der Taskleiste sehen Sie eine Orange. Diese Orange startet beim Klick den Quick Access. Einen Moment, schalte ich jetzt noch hin. Und Sie sehen hier, wenn ich hier die Office Guides offen habe, dann sehen Sie hier die Lerninhalte oder die Hilfen, die mir angeboten werden. Als erstes hier die Kategorie Guides. Diese eignen sich natürlich perfekt als Hilfe am Arbeitsplatz, weil, wenn ich das jetzt starte, der Guide mich Schritt für Schritt durch diese Aufgabe führt und mir zeigt, wo ich klicken muss, um die Aufgabe zu beenden. So, in der zweiten Kategorie sehen Sie die Dokumente. Hier befinden sich dann PDFs oder auch Links. Und wenn man dann immer noch das Gefühl hat, Informationen zu benötigen, dann fehlen wahrscheinlich Hintergrund- oder Prozesswissen. Und in solch einem Fall kann man dann auf einen Kurs zurückgreifen, also den Arbeitsplatz verlassen und in den simulierten Arbeitsplatz wechseln. So viel erstmal zu Quick Access. Ja, ich habe noch einen kurzen Ausblick bzw. eine kleine Anregung für Sie. Wir haben mittlerweile für unsere WBTs auch andere Templates im Einsatz als bei KWS Saat. Und ich finde, man kann anhand der neuen Gestaltung sehr schön sehen, was Kontext bedeutet, einerseits im IT-E-Learning und andererseits in der Performance-Support-Lösung. Wir starten ganz kurz jetzt ein WBT, das wir für die Schaeffler-Gruppe zum Thema Bestellanforderungen anlegen, erstellt haben. Genau, hier sehen Sie den Startscreen mit den Lernzielen. Hier haben wir dann den Einstieg mit dem Fallbeispiel. Wie schon erwähnt, wir simulieren ja konkrete alltagsnahe Situationen. Und jetzt sind Sie in der Simulation der Software links. Wenn Sie da mit der Maus, genau, wenn wir da mal drüber fahren, sehen wir, wir simulieren tatsächlich möglichst originalgetreu die Oberfläche dieser Anwendung. Die benimmt sich genauso wie das Original. Und rechts in dem Bereich, in dem grauen Bereich, das ist der Bereich, den wir vorbehalten haben, der eben jetzt nicht mehr die Simulation überdeckt, indem wir moderierende Texte drin haben. Sie sehen, auch hier wird wieder das Thema aus dem Fallbeispiel aufgegriffen, natürlich. Genau, das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist, wäre halt eine neue Art von Template, die wir einsetzen jetzt gerade. Wenn wir uns das jetzt mal im Guide ansehen, dann sehen Sie jetzt hier dasselbe in grün quasi, aber für den Arbeitskontext. Links der Bereich ist das Original-SAP-System, keine Simulation, und rechts angedockt hier der entsprechende Guide zur Transaktion ME51N, also Bedarfsanforderungen anlegen, Bestellanforderungen anlegen. Also noch schicker fände ich es natürlich, wenn wir auch dahin kämen, die kontextsensitive Softwarehilfe über das Smartphone oder das Tablet, also über einen Second Screen am Arbeitsplatz anzubieten. Wir denken gerade darüber nach. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte unser Thema noch einmal in einen etwas größeren Zusammenhang stellen. 1996 hat Bill Gates in einem Aufsatz einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er unter der Überschrift Content is King die Zukunft des Internets als Marktplatz für hochwertige Inhalte beschrieben hat. Heutzutage spricht man abgewandelt von Context is King und meint damit die kontextbasierte Suche von Inhalten im Internet. Also Suchmaschinen verstehen den Kontext des Suchenden, seine aktuelle geografische Position zum Beispiel, seine aktuellen Bedürfnisse, Lebensgewohnheiten. Ganz perfekt funktioniert das mit Navigationsgeräten, die sind gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag.
vielleicht erschreckend perfekt, also für mich zumindest erschreckend perfekt mit Facebook, Google Plus und so weiter. Und das Smartphone ist dabei natürlich das ideale technische Equipment, um Hilfen für jeden Kontext anzuzeigen. Wenn wir uns diese beiden Headlines nochmal vornehmen und auf unser Thema anwenden, dann kann man eigentlich sagen, im E-Learning haben wir zwei Könige. Bei uns gilt, Context is King, aber genauso Content is King. Andererseits muss man aber sagen, es gilt auch Context first. Warum ist das so? Wie wir gezeigt haben, muss der Arbeitskontext im Mittelpunkt jedes E-Learning-Projekts stehen. Völlig egal, ob als ausgearbeitetes E-Learning oder als Guide, für den Guide-Einsatz. Zum Lernen geeignete Inhalte, das sehen Sie hier links, die simulieren den Arbeitskontext durch IT-Simulationen und Fallbeispiele. Und sie sind außerdem natürlich methodisch-didaktisch aufbereitet, motivierend gestaltet und multimedial. Und ganz wichtig, darf man nicht vergessen, sie beschränken sich auf die Grundlagen. Die Vermittlung der Grundlagen. Und alles, was darüber hinausgeht, über diese Grundlagen, wird erst im echten Arbeitskontext relevant. Wenn während der Arbeit mit der IT-Anwendung beim Anwender eine Frage entsteht, dann gibt es einen Guide, der genau diese Frage beantwortet und sich perfekt in den Arbeitskontext einfügt. Das nochmal als kleines Fazit, zusammenfassendes Fazit zum Schluss. Zur Abrundung unseres Webinars wollten wir Ihnen eigentlich einen Trailer zeigen, den wir für den österreichischen Stahlkonzern Voestalpine im Rahmen eines Office-Rollouts erstellt haben. Denn dieser Trailer würde unseren Ansatz noch einmal sehr schön zusammenfassen. Aber leider überträgt die Webinar-Software den Trailer nicht ganz sauber. Und daher senden wir Ihnen gerne einen Link zu, wenn Sie Interesse haben. Ich möchte mich dann herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und übergebe nun an unsere Kollegin Laura Hess, die nun die Fragerunde moderieren wird.